Alter, ich kann das nicht. So Leute, der Tag ist vorbei, alle Kunden sind bearbeitet, alle haben ihr Training durchgezogen. Und wir noch nicht. Wir noch nicht, genau. Ich und Philipp trainieren jetzt eine geile Einheit. Und zwar, Philipp, was machen wir ganz genau? Wir machen X-Reps, also es ist eine Bodybuilding-Methode, Teilwiederholung im leichtesten Teil der Bewegung. Warum das gemacht wird, erkläre ich gleich mal. Okay. Ich kenne sie gar nicht, ich bin überrascht und ja. Jetzt geht's los! Das ist der Trainingsplan. Ich muss mich vorab für meine Sauklaue entschuldigen, wer das nicht lesen kann. Der sieht ja gleich, was für Übungen wir machen. Es ist immer A1, A2 im Wechsel, bis die Sätze durch sind. Dann B1, B2 im Wechsel, C1, C2 im Wechsel. Mit 90 Sekunden Pause zwischen den Übungen jeweils. Wiederholungsschema oder Satzwiederholungsschema wird sein, es sind zwei Sätze. A7 bis 9 Wiederholungen. Und anschließend X-Reps, dazu komme ich gleich. Das Tempo ist 4 Sekunden runterlassen, unten keine Pause, eine Sekunde hoch, oben keine Pause. Ständchen, zweiter Satz ist ein Dropset. Das heißt, das Gewicht wird reduziert, sodass nochmal ungefähr 7 bis 9 Wiederholungen möglich sind nach den X-Reps und dann werden nochmal X-Reps gemacht. So, die X-Reps, das ist eine Bodybuilding-Methode. Frag mich nicht mehr, wie die beiden Erfinder heißen. Das sind zwei Jungs gewesen, die haben ein eigenes Programm rausgebracht, was dann auch X-Rep-Training oder so hieß. Habe ich damals im ersten Studio, wo ich selber trainiert habe, in so einem Bodybuilding-Studio in Jever, da habe ich das kennengelernt oder in der Zeitschrift auf jeden Fall war das und dann haben wir es da auch gemacht, in so einer, weiß nicht, Flex oder Muscle and Fitness oder wie hießen die Zeitschriften, die man damals gelesen hat. Und das Programm funktioniert. Es ist ein Programm mit recht wenig Volumen. Man sieht ja, hier sind es nur zwei Sätze pro Übung. Damit aber trotzdem die Muskelstimulation stattfindet, ist der Trick, die Time Under Tension zu erhöhen, also die Zeit, die der Muskel unter Spannung steht. Das heißt, wir wollen schon ein recht schweres Training machen, 7 bis 9 Wiederholungen, man kann es auch mit 6 bis 8 oder sogar weniger Wiederholungen machen. Und wir erhöhen die Zeit unter Spannung, indem wir X-Reps machen, das sind Teilwiederholungen im stärksten Teil der Übung. Also das heißt, biomechanisch vorteilhaftesten Teil der Übung. Beim Bankdrücken wäre das, also ich drücke unten raus bis ganz oben, gehe langsam wieder runter. War das jetzt meine letzte Wiederholung? Oder beziehungsweise vorletzte und ich merke bei der letzten, boah, hier komme ich nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Dann kann ich immer noch in diesem Bereich ein bisschen arbeiten, weil ich noch Kraft habe, weil hier der Winkel günstig ist und der Trizeps noch nicht so viel machen muss. Dann kann ich hier noch ein bisschen auspowern und das waren die X-Reps. Das heißt, ich habe noch mal ein paar Sekunden mehr, wo der Muskel unter Spannung steht. Das ist alles. Das sind die X-Reps, also Teilwiederholung im stärksten Teil der Übung. Bizeps Curls als Beispiel, ich mache stehende Bizeps Curls, mache die so, irgendwann merke ich, okay, das hier ist die letzte Wiederholung. So, ich habe die gerade noch ganz nach oben gekriegt. Weiß ich, wenn ich jetzt nochmal runtergehe, schaffe ich keinen ganzen. Das heißt, ich gehe auf halbem Weg nur bis hier, mache noch ein paar Wiederholungen am stärksten Teil der Bewegung und irgendwann kann ich gar nicht mehr und lasse nur noch runter. Das heißt, ich habe die letzte exzentrische Phase nochmal künstlich verlängert ein bisschen und diese Zeit, die das Gewicht auf den Muskel wirkt, bewirkt halt mehr Laktatausschüttung, also eine größere biochemische Antwort. Und dann merkt der Körper natürlich auch, dass er sich noch mehr verändern muss, als wenn wir einfach nur die Time Under Tension kürzer halten, indem wir das Gewicht normal ablassen. Ja, das ist ein zusätzlicher Reiz. Okay. Ja. Cool. Das Dropset im zweiten Satz bedeutet, Dropset Gewicht einfach reduzieren und dann nochmal das gleiche machen. Das heißt, zweiter Satz wird sein, so viel Wiederholung wie gehen, maximal 9, dann die X-Reps, dann Gewicht weg, nochmal 7 bis 9, was richtig brennen wird. Und dann nochmal X-Reps und danach ist auch Ende. Danach würdet ihr auch nicht mehr ein anständiges Gewicht verwenden können, wenn die anderen beiden Sätze anständig gewählt wurde, das Gewicht.
du da, ja. Höher. Alter! Schau her, Mann. Aber das. So Leute, der heutige Tag beendet. Der Tag bei Philipp Schmieder war richtig, richtig geil. Viele Kunden durchgearbeitet, viel dazugelernt, vor allem für meine Kunden hier in Landsberg und Umgebung und für meine Online-Coachings. Also ich habe neue Tools dabei und am Ende noch richtig krass hart trainiert. Alles, der Trainingsplan, die ganzen Methodeneigenschaften, seht ihr alles unter dem Video dann. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like übrig, kommentiert und ja, bleibt stark, seid stark und wir sehen uns.